Hallo Leute, grüß euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, mittlerweile ist Frühling geworden. Man sieht es eh vielleicht im Hintergrund. Man hält jetzt schon wieder aus, im Garten zu sitzen nach einem doch eher sehr frischen und zeitweise doch sehr, sehr winterlichen, mit Schnee auch, April 2021. Und ich sage nur ein Schlagwort: Osterruhe. Die Leute in Österreich, besonders die im Osten von Österreich, wissen, was ich meine. Ja, und da hat halt die Motivation doch ein bisschen gefehlt und man war gehemmt, sehr viel draußen zu sein. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es doch wieder ein Gleitschirm geworden. Und zwar, das eh gesehen schon im Intro, der Ozon Delta 4, ein klassischer C-Gleitschirm, wird gern verwendet zum Streckenfliegen, also der Vorgänger, der 3er Delta, findet man auch immer wieder in den Charts der Streckenflüge drinnen. Ja, und da war ich halt auch sehr, sehr neugierig, den 4er Delta im Vergleich zum 7er Mantra zu testen, also mal zu fliegen, mal zu schauen, zu vergleichen. Denn ich hatte ja, ihr habt ja vielleicht eh das Video hier gesehen über den 7er Mantra, wo ich gemeint habe, der bessere Delta. Ja, schauen wir mal, wie der 4er Delta zum 7er Mantra steht, wie da die Unterschiede sind und generell, wie der Delta so ist. Denn ja, er ist dann immer ganz aktuell, gibt doch schon ein bisschen und es ist schon, einige Leute sind damit schon geflogen. Es gibt da schon eine ganze Menge Forendiskussionen über den Schirm. Aber dennoch gibt es ein paar Sachen über den Schirm zu sagen und zu zeigen. Und das möchte ich gerne in diesem Video halt machen. Und ja, es ist auch die L-Größe. Also man sieht ja eh vielleicht Lockdowns und Maßnahmen sei Dank immer doch ein bisschen weniger draußen. Die Frau hatte, also meine liebe Frau hatte doch auch öfters Homeoffice. Die kocht sehr, sehr gut und backt sehr gut. Und das hat sich halt auch ein bisschen auf die Rippen niedergeschlagen. Und das ist halt auch die L-Größe geworden diesmal. Wobei ich sagen muss, dass ich bei der ML-Größe nur ein bisschen, nach wie vor ein bisschen drüber bin, über Maximalgewicht, und bei der L-Größe jetzt interessanterweise so in der Mitte drinnen, also nicht ganz oben. Und es ist jetzt doppelt spannend, wie da der Delta fliegt. Ja, reden wir nicht lang drum, schauen wir sich den Schirm gemeinsam an. Viel Spaß! Und wie gewohnt, da liegt der Flügel, der Delta 4. Gehen wir mal ein bisschen genauer aufs Material, respektive auf die Schirmdaten ein. Apropos schön da liegen. Wie ich ja schon in der Anmoderation gesagt habe, möchte ich auch ein bisschen eingehen auf die Unterschiede vom Delta 4 zum Mantra 7. Ja, und da fällt besonders eines auf. Der Delta 4 hat projiziert eine Streckung von 4,4 und der Mantra 7 ebenfalls projiziert eine Streckung von 4,7. Also ich meine, dass die beiden Flügel da schon ganz schön nahe beieinander liegen. Also da ist nicht viel Unterschied. Und wie ich hier schon eingangs gesagt habe, bin ich die L-Größe geflogen bei einem Abfluggewicht von ca. 110 Kilogramm. Ja, und auch was jetzt Abfluggewicht in Relation zur projizierten, also auftriebserzeugenden Fläche angeht, da liegen die beiden Schirme, also der Delta 4 und der Mantra 7, auch sehr knapp beieinander. Und wenn wir da jetzt einmal die L-Größe zum Vergleich hernehmen, der Delta hat projiziert 21,8 Quadratmeter und der 7er Mantra in L hat 21,6 Quadratmeter. Also da ist wirklich kaum Unterschied. Ja, und der Delta 4 ist genauso, wenn man es so ausdrücken will, durchgelattet wie der 7er Mantra. Da gehen die Nylon-Drähte bis ca. 30-40 cm zur Schirmhinterkante hin. Da diese ganzen Versteifungen, also Drähte und Stäbchen, natürlich eine Schonung brauchen beim Zusammenpacken, also wenn man ein kleines Gurtzeug hat, also ein Leichtgurtzeug,
dass man den Gleitschirm nicht so gut um dieses Gurtzeug wickeln kann oder den Schirm zum Check sendet, da hat Ozonia bis dato eine Schaumstoffrolle dazugegeben. Und neuerdings gibt es jetzt eine aufblasbare Rolle. Naja, das könnte man ja auch zum Schwimmen, zum Badevergnügen verwenden. Na, Scherz beiseite. Ich denke, da geht es auf alle Fälle um Volumenreduzierung, wenn man diese Rolle verwenden möchte. Noch etwas zu den Zellen, also respektive zum Unterschied zwischen den Delta 4 und dem Mantra 7. Ja, der Delta 4 hat 66 Zellen und ja, der Mantra 7 hat 78. Also da gibt es dann doch einen ganz schönen Unterschied. Wo es definitiv keinen Unterschied gibt, ja, das ist natürlich die leistungsoptimierte Bauweise. Und da hat der Delta 4 ebenso Mini-Rips an der Schirmhinterkante. Was der Delta 4 ebenso vom Mantra 7 übernommen hat, ist das Tragegurt-Layout. Ja, und dieses ermöglicht ein ja deutlich weniger leistungsminderndes Steuern, Korrigieren mit den C-Tragegurten. Also es kommt so ein richtiges Zwei-Liner-Feeling auf im Flug. Der Tragegurt ist aber sehr, sehr aufwendig konstruiert. Hier am Bild sieht man sehr schön diese Griffschlaufe, diese Griffmulde, in die man dann greift, um den Schirm über den C-Tragegurt zu steuern, zu korrigieren. Man sieht dann auch diese Umlenkung hier. Das Ganze ist sehr, sehr kompliziert und bedarf dann bei den Startvorbereitungen schon etwas genaueren Blick. Was allein schon hier auffällt, ist, dass der Delta 4 ja auch konstruktiv dem Mantra 7 doch recht nahe ist und nur in wenigen Parametern da große Unterschiede vorherrschen. Schauen wir sich einmal an, ob sich das auch in der Luft fortsetzt. Dumme Sache. Beim vorhergehenden Flug ist mir die Speicherkarte eingegangen und leider habe ich vergessen, eine aktuelle, neue, funktionierende einzulegen. Okay. Kannst du mal die Kamera hinten eingeben? Weil ich bin schon schlau, dass keine Speicherkarten drin. Ach so. Oben, hinten oben. Ja. Muss das eine drucken. Danke, danke. Zum Glück habe ich eine zweite Kamera mit dabei. Ja, wie sich herausstellt, ist diese Position nicht besonders ideal, aber immerhin für ein paar Bilder reicht es. Hier sieht man besonders gut, wie ich schon eingangs hier ja gesagt habe, die Tragegurte. Ja, da muss man beim Start schon ein bisschen aufpassen. Denn ja, wenn man halt mit den hinteren Tragegurten ein Zwei-Liner-Feeling haben will, ist das Tragegurt halt sehr aufwendig konstruiert und da muss man bei den Startvorbereitungen schon ein bisschen aufpassen. Bei diesem Flug mit dem Delta 4 habe ich ein bisschen Windglück und so möchte ich den Delta 4 rückwärts aufziehen. Na, das klappt ja ganz gut, wie man gleich sieht. Die Kappe steigt ganz sicher zum Zenit, überschießt überhaupt nicht, da muss ich ein bisschen korrigieren, überhaupt kein Problem, ein kräftiger Startlauf und man ist schon in der Luft. Das geht wirklich recht flott. Ob das die L-Größe ist? Naja. Ups, und nachdem ich mich so richtig im Gurtzeug bequem gemacht habe, ja, die Kameraposition, das funktioniert nicht wirklich. Ich hoffe, ihr könnt mir's verzeihen. Brav ist der Delta 4. Nett nimmt er das geringe Steigen ganz gut mit. Man hört es vielleicht im Hintergrund am Vario. Ja, und die Trimgeschwindigkeit passt auch. Ob das eben die L-Größe ist? Wunderbar geht's darauf. Es beißt an und jetzt gleich einmal eingedreht. Super funktioniert es. Ja, auch die L-Größe, auch wenn sie nicht oben oder sogar etwas überladen ist, kreist gut ein.
Oh, und da trauen wir sich doch gleich einmal auch Richtung Wand zu drehen, im Steigen natürlich. Es geht ein wenig rauf, nicht besonders, aber doch. Ja, die Wendigkeit des Delta 4 ist einmal ganz schön gut und er steigt. Die Steuerdrücke des Delta 4 sind sehr angenehm, ja, und er macht genau das, was der Pilot will. Perfekt. Also das Kurvenhandling des Delta 4 ist einmal sehr angenehm und sehr gut. Aber wie schaut es einmal aus beim Geradeausfliegen? Beschleuniger geht einmal sehr gut, leicht zu bedienen. Aber was mir gleich einmal auffällt, ja, es ist ein C-Gleitschirm und man ist nicht im Unklaren, was sich ringsherum in der Luft alles so tut. Er ist ein bisschen, ja, ein bisschen hart ausgedrückt, ein bisschen zappelig. Okay, es war bei diesem Flug auch thermisch natürlich. Ja, fast nur kleine, enge Blaserln. Und da ist mir aufgefallen, dass gerade beim Geradeausfliegen in dieser bewegten Luft um die Rollachse, da ist der Delta 4 sehr aktiv. Man muss doch immer wieder ein bisschen aussteuern. Und ja, die Flügelenden, die sind weicher wie bei den Vorgängern. Bitte nicht falsch verstehen, das ist alles im grünen Bereich und alles okay, die Stabilität passt. Nur, was mir aufgefallen ist, der Charakter der Kappe ist gegenüber zu seinen Vorgängern doch merklich anders. Ah ja, einmal zur falschen Zeit am falschen Ort umgedreht und wie bei diesem Flug doch recht schwachen thermischen Bedingungen, ja, da ist man gleich einmal ordentlich unter der Kante und da heißt es kämpfen. Naja, schauen wir mal, wie sich da der Delta 4 schlägt. An sich ja ganz schön gut. Ich schaffe es, die Höhe zu halten, aber wirklich wegzusteigen, da passt die Thermik nicht ganz. Und da war er, der Ohrenschnalzer. Wie ich ja hier schon gesagt habe, an den Flügelenden ist der Delta 4 etwas weicher als seine Vorgänger. Und da, ich denke, man sieht es ja im Video ganz gut, war es ja recht turbulent und da ist ja mal das Öhrchen auch etwas reingekommen. Ja, aber nichts Tragisches. Da ich an der hohen Wand selber bei den Felsen jetzt nicht mehr wirklich über die Kante drüber komme, es ist zwar ein Kämpfen mit dem Messer zwischen den Zähnen die Höhe zu halten, sagt mir, ja, bevor ich die ganze Höhe verschenke, was ich noch habe, versuche ich es draußen im Flacheren an den üblichen bekannten Stellen, wo es raufgehen könnte. Der Delta 4 bemüht sich wirklich redlich, da jeden Aufwind irgendwie noch mitzunehmen. Ja, aber es hilft nichts, die Thermik ist da einfach etwas zu schwach. Respektive, ich bin schon ein bisschen zu tief, liegt nicht am Schirm, eher am Piloten, wegen meinen vorhergegangenen Flugfehler. Ja, ich schaffe es leider Gottes nicht mehr wirklich wegzusteigen. Immer ein bisschen Höhe machen und dann ist es aus. Aber der Delta 4 macht es ganz gut. Noch ein paar Worte zum Thermikverhalten des Delta 4. Ja, da wird der zukünftige Pilot sehr erfreut sein, denn der Delta 4 steigt in der Thermik sehr gut. Er kann das flachdrehend oder auch, wie der Pilot will, auf der Flügelspitze ganz eng drehen, zum Beispiel bei ruppigen und starken Bedingungen. Also da ist der Delta 4 sicher eine Waffe. Und ja, gleiten kann der Delta 4 auch sehr, sehr gut und das auch im beschleunigten Zustand. Da ist zum Mantra 7 bis über Halbgas nicht wirklich viel Unterschied. Und so würde ich einmal sagen, dass der Delta 4 sicher sehr gut für Streckenflug ambitionierte Piloten geeignet ist. Aber sicher nicht für nervöse Piloten. Nicht, dass jetzt der Delta 4 besonders anspruchsvoll ist in der C-Klasse, aber wie ich hier schon sagte, der Delta 4 lässt seinen Piloten nicht im Unklaren, was die Luft um ihn herum macht. Also da gibt es wahrscheinlich stabilere, ruhigere C-Gleitschirme oder High-B-Gleitschirme.
Zu den Landeeigenschaften des Delta 4 braucht man nicht viel verlieren, außer, wie man hier ja schön sieht, das Ausgleiten. Also man sollte schon ein bisschen aufpassen bei der Landeinteilung, weil der Delta 4 gleitet schon ganz schön gut. Ich bin mir sicher, dass der Delta 4 und auch die leichte Version der Alpina ja seine Piloten finden wird. Sogar seine begeisterten Piloten, da bin ich mir sicher. Aber auch wenn jetzt der neue Delta vielleicht doch etwas anders ist wie seine Vorgängermodelle, ja, er ist einfach ein bisschen anders. Und, aber bitte meine persönliche Meinung jetzt, bitte nicht falsch verstehen, ich persönlich würde immer noch sagen, der Mantra 7 ist doch der bessere Delta. Dennoch, probefliegen sollte man den Delta 4 auf jeden Fall. Und der Schirm ist auf alle Fälle sehr gelungen. Und des Weiteren, die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Ja, und das war schon wieder mit dem V-Blog über den Ozon Delta 4. Ja, sitzt immer noch da im Garten, ist wunderschön, man hält es aus, mittlerweile ist ja auch Frühling geworden. Ja, muss man auch ein bisschen genießen. Nun denn, ihr habt das eh gesehen, diesmal nicht ganz so lange wie die meisten vorhergegangenen Vorstellungsvideos über Gleitschirme. Denn, ihr habt das vielleicht eh schon gesehen, ich habe nur einen Flug reingestellt. Ist aber, glaube ich, über den Delta jetzt nicht so tragisch, weil ich konnte jetzt leider nur wetterbedingt 3 Flüge machen mit dem Delta. Mehr ist ja drinnen gewesen. 2 etwas längere. Zum Glück bei einem, beim letzten längeren, auch mit der Kamera dabei. Wobei die Aufnahmen, man verzeihe mir, nicht so besonders sind. Ich habe da neue Position von der Kamera versucht, das haut nicht so ganz hin wegen einem Cockpit, man hat es eh gesehen, denn ich möchte gerne versuchen, die Kamera vom Helm oben runter zu bekommen, weil wenn man doch einmal in echt bockigen Bedingungen fliegt, könnte es ja doch einmal vorkommen, dass der Schirm ein Hoppala macht und man den Schirm nachspringt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann könnte auch mal vorkommen, dass die Leinen einen Helmkontakt bekommen und damit der Kamera am Helm oben drauf, das ist dann nicht so ganz lustig. Also da möchte ich schauen, dass ich da eine andere Lösung finde. Ich habe schon eine Idee, aber muss man halt alles ausprobieren. Also verzeiht mir, dass das da nicht so ganz toll war. Aber es geht ja auch einmal um die Aussage über den Schirm. Ja, bei einem Flug, wo es toll gewesen wäre, da hat dann die Speicherkarte ADI gesagt, selber schuld, die Speicherkarte, die ich da in der Kamera verwendet habe, war auch schon ein bisschen älter. Ja, mei, kann passieren. Und beim ersten Flug, überhaupt gerne beim ersten Flug mit dem Schirm, egal mit was für einen, nehme ich die Kamera nicht so gern mit, weil da möchte ich mich wirklich mal auf den Schirm konzentrieren und weniger aufs Filmen. Ist halt nicht mehr geworden. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Ja, und ich noch was über den Delta, möchte ich noch mal kurz da ansprechen zum Schluss. Ihr habt es, ich habe es eh auch schon im Video angesprochen. Es gibt ja schon eine ganze Menge Diskussionen auch über den Vierer Delta. Und ja, und da ist eins aufgefallen, da ist doch ein bisschen breiter über die Starteigenschaften des Delta 4 gesprochen worden. Und ich, gleich mal vorweg, ich persönlich, ja, es ist erstens mal ein C-Schirm und Startkrücke ist meiner Meinung nach der Vierer Delta keinesfalls. Ich konnte ihm auch, gerade beim ersten Flug, den ich gemacht habe, bei fast null Wind, nur Hauch, ganz wenig Wind, musste ihm, also habe ihn vor, also vorwärts normal aufgezogen. Ja, der Schirm steigt halt langsamer, aber dieser Trend, dass die Gleitschirme, also nicht alle natürlich, aber viele, dass die auch im B-Segment, dass die langsamer steigen, konstruktionsbedingt, das hat nicht unbedingt das mit dem Kappengewicht zu tun, also nicht nur, man muss ihn halt führen, er bleibt nicht hängen, angenehm ist, er fährt nicht dynamisch an, wenn er oben ist, ja, man muss ihn halt führen, man darf halt keinen
Ich habe es meinen Schülern immer früher gesagt, wer da jetzt noch von meinen Schülern dazuschaut, wird sich vielleicht daran erinnern. Angst, Start, einfach wie beknacktes unter Anführungsstrichen Losrennen, dass der Schirm gar nicht gescheit hinten nachkommt. Naja, das mag der Delta natürlich nicht. Also der möchte halt geführt werden, bis er oben ist und halt permanent auf Zug, braucht nicht megamäßig sein und dann steigt der Schirm auch schön. Ist überhaupt kein Problem, man lässt sich schön korrigieren, das passt. Wendig ist der Schirm ja, also ist an sich kein Problem. Und das auch bei sehr wenig Wind. Rückwärts aufziehen ist natürlich kein Thema, da kann man viel mehr tricksen. Da klappt es ja tadellos. Und ich habe den Schirm auch dann in der Ebene ein paar Mal vorwärts aufgezogen, hat auch funktioniert, bei ein bisschen Wind auch, ein bisschen mehr Wind, ja, hat funktioniert. Aber wie gesagt, ein Schirm muss einem auch sympathisch sein und es muss auch funktionieren und man muss zurechtkommen. Einer mag sowas, einer mag sowas, aber in dem Fall, der Schirm kann, glaube ich, nichts dafür. Nun denn, genug darüber, über die Starteigenschaften des Delta 4 gesprochen. Ja, dann noch was abschließend, ich habe es ja auch schon ein bisschen gesagt im Video, weiß nicht, der Delta und der Simmer Manta kommen sich immer näher. Das kann man dann natürlich von beiden Seiten her sehen. Im Prinzip ist der Simmer Manta immer noch der bessere Delta. Und das, wie ich ganz am Anfang in der Anmoderation auch gesagt habe, ist es nach wie vor, meine ich. Und die sind aber nach wie vor noch so nahe beieinander mittlerweile. Gut, der Simmer Manta hat noch ein bisschen, ist noch ein bisschen direkter von den Steuerwegen und ist gerade um die Nickachse ein bisschen agiler. Das hat auch ein bisschen Vorteile. Aber ja, im Prinzip ist der Simmer Manta eigentlich auch ein C-Schirm. In Wirklichkeit fliegt sich sehr ähnlich wie der in gewisser Maßen, wo man auch sozusagen in gewisser Maßen wie der Delta. Ja, ich weiß nicht, wie ich den jetzt einreihen soll. Das ist wirklich schwer. Also ich persönlich würde mir auf alle Fälle den Manta nehmen und nicht den Delta, weil mir auch der Manta vom Fliegen her besser gefällt wie der Delta. Vor allem, und muss auch ehrlich sagen, Entschuldigung, Ozon, mir hat auch der 3er Delta besser gefallen wie der 4er Delta. Denn er ist um die Nickachse, also ums Nicken her, ist der 4er Delta doch deutlich gedämpft, mehr wie der 3er. Und ist aber dennoch wieder sehr agil ums Rollen und mehr ums Rollen als ums Gieren. Also da ist er sehr agil, was in der Thermik natürlich sehr, sehr gut ist, keine Frage. In der Thermik ist der 4er Delta eine Waffe. Er fliegt auch sehr stabil. Die Kappe ist, ja, sie ist stabil bis, ja, man hat sie ja eh auch im Video gesehen, die Öhrchen sind interessanterweise weicher, also da rasselt schon einmal eher als bei den Vorgängermodellen. Also ich finde das sehr interessant, also ich weiß nicht, der 4er Delta fällt ein bisschen aus dem, man sagen, Konzept, aber aus der Reihe raus. Bin gespannt, wie die Leute den Schirm annehmen werden, so wie, ja, der Schirm ist gut, der Schirm ist auf alle Fälle tauglich, er geht wirklich gut von der Leistung her, also im Trim und auch halb beschleunigt und sogar ein bisschen drüber, ist da kein Unterschied zum Manta, zum Simmer Manta in Wirklichkeit. Ja, es ist wirklich schwer, wie man den einreihen soll. Und ich bin wirklich, ich bin auch überzeugt, dass mit dem Manta, ob es dann noch einen 8er Manta geben wird, ob da nicht der Delta dann diese Rolle übernehmen wird vom, Entschuldigung, die Fliegen werden ein bisschen lästig, und die Bienen, ja, ich weiß nicht, das ist wirklich schwer zu sagen. Also wenn ein versierter Pilot, also der mich jetzt fragen würde, also auf die Zone jetzt bezogen, was soll man nehmen? Ich würde mir den Manta zutrauen, wenn ich es halt gemütlich angehe und nicht gerade bei den harten Bedingungen fliege, mich auf dem Schirm gewöhne, würde ich sagen, ja, wenn du es vorsichtig angehst, nimm dir lieber den Manta statt den Delta.
es bleibt spannend. Ich bin gespannt, wie das da mit den beiden Schirmen, mit der Entwicklung weitergeht. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Lassen wir uns überraschen. Gut, das habe ich da unheimlich lang geredet, noch als Abschluss. Nichtsdestotrotz. Aber eins möchte ich noch sagen, das ganz, ganz wichtig ist. Leute, ich muss es sagen, ich habe es ja mal vor einigen Videoblogs gesagt, bitte ein wenig abonnieren und Herzl da lassen oder Daumen hoch, je nach Plattform. Vielen, vielen Dank und vor allem, es haben jetzt auch einige Leute den Kanal abonniert. Vielen, vielen Dank, das freut mich wirklich sehr. Dankeschön. Und im Verhältnis zu dem, was geschaut wird, es gibt ja doch eine ganze Menge Aufrufe von den Schirmen, könnte es noch ein bisschen mehr sein mit den Abos? Bitte, bitte. Wäre nett. Ich habe nicht vor, da jetzt einen riesen YouTube-Kanal da draus zu machen. Also die Intentionen habe ich da jetzt nicht. Aber wenn ich irgendwann einmal auf eine gewisse Abo-Zahl, auch mit Glocke und so weiter, komme, gibt es vielleicht doch ein paar Eurochen. Und somit kann ich mir auch die Kosten, die mir bei dieser Test entstehen, ja, es entstehen Kosten, und zwar zumindest der Versand, der Rückversand von die Gleitschirme. Und ins EU-Ausland ist es exorbitant teuer geworden. Ich meine, teuer. Ich kann mir es auf alle Fälle leisten und mache es auch gerne, kein Problem. Aber das wäre schön, wenn man da die Kosten da ein bisschen reinkriegen würde mit dem Versand. Das wäre sehr, sehr schön. Da könnt ihr mich unterstützen auch. Und es würde mich sehr, sehr freuen. Ich sage einmal vorweg, vielen, vielen Dank, die Leute, die das verstehen. Dankeschön. Ja, das war es halt schon wieder auch. Sehr, sehr lange Abmoderation. Danke, dass ihr es bis hier durchgehalten habt. Fast genauso lang wie das Video selber über den Schirm. Kann man fast sagen. Ja, da freue ich mich schon bis zum nächsten Mal. Es gibt schon wieder ein paar Gleitschirme, die am Anklopfen sind, auch eine sehr interessante, bekannte Marke auch, die ich selber schon längere Zeit nicht geflogen bin mit einem B-Gleitschirm. Schauen wir mal, wann, ob er wird eintrudeln, die Frage ist nur jetzt wann. Und auch mit ein paar anderen bin ich ja noch in Kontakt, eben wegen der Situationen war es jetzt ein bisschen schwieriger, wegen der bösen Virus-Geschichte. Hat auch der ganze Markt darunter gelitten und leidet sicher zum Teil immer noch darunter. Ja, schauen wir mal, wie es jetzt da weitergeht in diesem Sommer. Ich hoffe doch, dass es wenigstens halbwegs entspannen wird und ich dann noch eine ganze Menge Gleitschirme für euch zum Vorstellen herbekomme. Ich werde mich da auf alle Fälle bemühen. Also das ein oder andere Vario, habe ja auch da schon eine Vorstellung gemacht. Schauen wir mal, Themen gibt es ja eigentlich ja genug. Es muss halt nur auch das Wetter zum Teil mitspielen und auch die Situation drumherum. Noch einmal, danke fürs Zuschauen bis hierher und bis zum nächsten Mal. Servus!